scharfes Monster. Ja, was ist die Ursache? Die Ursache ist der Ausstoß von Treibhausgasen durch uns Menschen. In so einem relativ kurzen Vortrag kann man natürlich nicht jetzt alle Treibhausgase betrachten. Deswegen betrachte ich jetzt hier heute nur das CO2. Und das hängt sehr eng mit der Energieproduktion auf der Erde zu tun. Wir sehen hier die Erde bei Nacht, wir sehen sehr viel Licht, insbesondere bei uns auch. Das ist ja Energie, die muss produziert werden. Das wird gemacht durch die Verbrennung von Kohle, durch die Verbrennung von Erdöl und durch die Verbrennung von Erdgas. Und das sind die fossilen Brennstoffe. Und wann immer wir das tun, dann entweicht eben dieses Gas CO2. Und CO2 ist eben etwas, was sehr, sehr lange in der Atmosphäre verweilt. Deswegen baut es sich auf im Laufe der Zeit. Und was wir hier sehen, sind Messungen aus der Antarktis, Rekonstruktion aus der Antarktis in Blau für den CO2-Gehalt der Luft. Wir sehen hier die Kollegen, die solche Eiskerne da ziehen und da sind Luftbläschen enthalten, die kann man analysieren und da weiß man ziemlich gut Bescheid, wie die Zusammensetzung der Luft gewesen ist, hier ganz links vor 800.000 Jahren. Und klar, das hat immer geschwankt auf geologischen Zeitskalen, das heißt im Laufe von vielen Jahrtausenden. Bei warmen Zeiten war der CO2-Gehalt eher hoch und bei Eiszeiten eher niedrig. Aber was wir heute messen, ist ja eigentlich gar nicht mehr mit Worten zu begreifen. Ja. Wir haben das Erdsystem in einem Maße ausgelenkt, wie es noch nie der Fall gewesen ist, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben. Aber wir merken es halt nicht. Und das ist das Problem, wenn sich die Erde so hässlich bräunlich einfärben würde, also der Himmel, ich glaube, dann hätten wir schon längst gehandelt, wenn es stinken würde. Ja, wenn das vielleicht doch noch tösendes Geräusch oder tosenden Lärm geben würde, aber all das passiert nicht. Deswegen haben wir scheinbar immer das Gefühl, alles ist in Ordnung. Nun in Rot, wir können auch die Temperatur rekonstruieren nach dieser Eisbohrung und in Rot sehen wir die Temperatur an der Antarktis. Station und man sieht, dass es da so eine Beziehung gibt. Und in der Tat ist es ein sich selbst verstärkendes System. Das heißt, egal wer jetzt zuerst hochgeht, ob das CO2 ist oder die Temperatur, die andere Größe folgt immer in einer Art und Weise, dass sie die anfängliche Störung verstärkt. Also in der Wissenschaft sprechen wir von einer positiven Rückkopplung oder von einem verstärkenden Prozess.